TFC. Wir zeigen euch heute noch eine weitere Übung aus dem Barkonzept, das Workout an der Ballettstange. Und zwar zeigen wir heute eine Übung aus dem funktionellen Training. Wir gehen dafür erstmal in die Liegestützposition. Das heißt, setzt eure Hände einmal unter den Schultern auf. Eure Knie sind erstmal hinter der Hüfte leicht aufgesetzt. Also wandert mit den Knien ein bisschen weiter hinter eurer Hüfte. Wunderbar. Die Knie sind ein bisschen weiter geöffnet, also nicht ganz zusammen, sondern leicht geöffnet. Der Blick ist zur Matte, dass eure Halswirbelsäule in Verlängerung der Wirbelsäule ist. Zieht den Bauchnabel tief ein und wir gehen einmal viermal, indem wir die Ellbogen nach außen beugen, tief und kommen nach oben. Ihr könnt dabei variieren. Je tiefer ihr geht, desto anstrengender wird das natürlich. Ihr könnt aber auch nur bis zur Mitte und wieder nach oben kommen. Einen machen wir noch. Wunderbar, dann bleibt einmal bitte oben, zieht den Bauchnabel ein, sehr schön. Schiebt euch aus den Schultern nach oben raus und wir gehen nochmal viermal in die Position hinein. Wir gehen viermal tief, die Ellbogen nach außen beugen, wunderbar, der Popo bleibt oben, nochmal tief. Sehr schön, streckt euch aus den Schultern nach oben raus. Zweimal noch, einmal noch. Und dann schieben wir einmal den Popo nach hinten, um kurz in die Entspannung zu gehen. Lassen den Kopf einmal hängen. Und kommen einmal nochmal in den Stütz. Wir gehen noch einmal in den Liegestütz, damit ich euch kurz zeigen kann, wo wir gerade trainiert haben, was wir trainiert haben. Und zwar geht einmal tief und kommt wieder nach oben. Wir trainieren jetzt ganz viel bitte einmal noch die Armmuskulatur. Und die Schultergelenksmuskulatur, den ganzen Schultergürtel oben und die Schulterblätter werden trainiert. Also die Schulterblättermuskulatur. Bleibt einmal oben, setzt einmal von hier aus die Ellbogen unter den Schultern ab. Wir gehen jetzt in den Unterarmstütz, löst einmal eure Knie vom Boden, setzt die Füße auf. Wir gehen jetzt in eine Ganzkörpermuskelübung. Hauptsächlich sind jetzt die ganze Körpervorderseite. Wird jetzt trainiert. Haltet einmal in der Position. Wenn es zu schwer wird, schiebt den Popo einmal ein bisschen nach oben. Ansonsten bleibt der Po auf Schulterhöhe. Also ihr hängt nicht durch, zieht den Bauchnabel ein und bringt jetzt beide Knie zum Boden, ohne sie ganz abzusetzen. Haltet einmal fest, holt einmal die Knie wieder ran, legt den Popo ab, lasst die Arme lang. Entspannt kurz. Ihr könnt diese Übung ungefähr dreimal wiederholen. Haltet die Übung achtmal statisch fest, also dass ihr fest bleibt. Noch einmal in den Unterarmstütz. Dann könnt ihr dreimal achtmal mit den Knien, das nennt sich Running, mit den Knien zum Boden ziehen, aber ohne dass der Popo durchhängt. Und haltet noch einmal fest. Holt die Knie noch einmal zurück nach vorne. Legt den Popo noch einmal ab. Und rollt einmal langsam auf, setzt euch einmal in den Schneidersitz, damit wir kurz eine Entlastung in den Kniegelenken haben. Nachdem ihr also ungefähr 2x8 den Liegestütz gemacht habt, dann einmal in die Planken gegangen seid, so nennt sich dieser Unterarmstütz im Barkonzept, gehen wir einmal in die Dehnung der Armmuskulatur, weil die eben sehr viel beansprucht wurde. Wir nehmen einmal den Ellbogen nach oben, den rechten, ziehen den Ellbogen leicht hinter den Kopf, nehmen das Kinn zur Brust, ziehen den Bauchnabel ein und spüren die Dehnung. Hauptsächlich im Trizeps und wechseln einmal den Arm. Und nehmen einmal den Arm vorne rum, sodass auch die Schultergelenksmuskulatur ein wenig gedehnt wird. Wechseln einmal. Der Rücken bleibt schön gerade, damit er auch ein bisschen was zu tun hat. Wunderbar, dann atmen wir noch einmal ein, nehmen die Arme mit nach oben. Atmen aus und legen die Hände vorne ab, lassen den Kopf einmal hängen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Noch mehr Videos von STFC mit Barkonzept findet ihr auf fivitu.tv. Tschüss, eure Susanne.